Ja, zunächst mal hallo und ein herzliches Dankeschön, dass ich euch als Interviewpartner zur Verfügung stehen kann. Ich hoffe, dass meine Ausführungen zum Erfolg eures Projekts beitragen. Was ist das Beste an Ihrem Beruf? Das Beste an meinem Beruf ist zunächst einmal, dass ich mit jungen Menschen arbeiten kann. Das, so hoffe ich zumindest, hält mich auch jung. Und dann sind da immer neue inhaltliche Herausforderungen, Veränderungen, neue Erkenntnisse in meinem Feld. Zum Beispiel die Erkenntnisse über das menschliche Gehirn, über das menschliche Genom, über neue Sprachen. Es gibt schließlich 7000 Sprachen auf unserem Planeten und nicht alle von denen sind bis jetzt erforscht. Leider verschwinden auch ganz viele von diesen Sprachen in unserem jetzigen Jahrhundert. Und dann gibt es natürlich noch den Einsatz des Computers im Bereich Sprache. Ja, und ganz besonders interessant ist heute, dass ich an einem Wandel teilhaben darf, der das Lehren und Lernen dramatisch verändert. Die Digitalisierung der Lehre. Welche Berufsbezeichnung würde auf Ihrer Visitenkarte stehen? Nun, sie steht drauf, Hochschullehrer. Professor ist ja nur ein Titel. Meine Berufsbezeichnung ist aber Hochschullehrer. So steht es auch in meiner Steuererklärung. Und Lehrer wollte ich schon immer werden. Allerdings ursprünglich Gymnasiallehrer. Es ist später dann ganz anders gekommen. Worum geht es in Ihrem Beruf? In meinem Job als Hochschullehrer für Linguistik und Anglistik sind meine Spezialgebiete die Phonetik, alles was mit gesprochener Sprache zu tun hat, und die Psycholinguistik, zum Beispiel Fragen, wie der Mensch Sprache verarbeitet, wie kleine Kinder ihre Muttersprache erwerben, oder im Englischen, wie sich die englische Sprache entwickelt, wie heute die wesentlichen Dialekte der englischen Sprache, zum Beispiel amerikanisches Englisch und britisches Englisch, miteinander in Beziehung stehen. Und dann bediene ich ja noch als jemand, der sich mit Webtechnologie beschäftigt, alles das, was unser Fach im Internet ausmacht. Wir haben sehr erfolgreiche Masterstudiengänge hier und das sind so die Grundeckpfeiler in meinem Job. Forschung auf der einen Seite und Lehre auf der anderen. Wie schaut Ihr Werdegang aus? Ja, mein Werdegang ist eigentlich untypisch. Eigentlich wollte ich Musiker werden. Wir haben es ja auch in den 70er Jahren ziemlich weit gebracht und meine damaligen Mitglieder in unserer hannoverschen Formation Deadlock sind ziemlich groß herausgekommen. Zwei traten der Band Eloy bei und Matthias Japs, unser Gitarrist von 1974 bis 1975, spielt heute noch bei den Scorpions. Ich dagegen entschied mich für ein langes Auslandsstudium, das aber die Grundlage für meine späteren Interessen wurde. Ging es auch ohne Ihren Werdegang? Nun, es gibt verschiedene Wege in dem Beruf des Hochschullehrers. Meiner ist ja, ich habe es bereits gesagt, eher ungewöhnlich. Wichtig ist das Interesse für ein Fachgebiet und der Wille, darin auch forschen und lehren zu wollen. Und da man ja als Hochschullehrer permanent unterrichtet, sollte es ein inneres Bedürfnis sein, jungen Menschen auch schwierige wissenschaftliche Inhalte vermitteln zu wollen, in welcher Form auch immer. Der Wunsch nach dieser Verknüpfung von Forschung und Lehre, das ist meiner Meinung nach der Ausgangspunkt für einen entsprechenden akademischen Werdegang. Welche Einschränkungen bringt der Job mit sich? Nun, für mich bringt der Job eigentlich persönlich keine großen Einschränkungen mit sich. Aber die Fesseln, die einem das deutsche Hochschulsystem anlegt, die sind schon gigantisch. Ich habe ja kürzlich mein 10. Buch geschrieben, Patient Hochschullehre. Darin berichte ich in einem Prolog vom fiktiven Studenten Maximilian König, der 2013 sein Studium aufnahm. Ich dachte erst, dass das, was ich da beschrieben habe, ein Worst-Case-Szenario sei. Mittlerweile aber, nachdem ich im letzten Jahr Einladungen vieler Universitäten erhalten habe, weiß ich, es ist zum Teil noch schlimmer. Man ist extrem innovationsresistent, man will immer alles beim Alten belassen und man denkt fast immer nur an die Forschung. Und will man etwas an der Lehre verändern, dann bauen sich nahezu unüberwindbare Hürden auf. Das sind in der Tat Einschränkungen. Aber man kann ja kämpfen und überzeugen und ich hoffe, dass ich das gut genug mache.
drei Ratschläge an ihr 14-jähriges Ich. Ja, meine Ratschläge: Geht ins Ausland, seid mobil, seid vielseitig mit vielfältigen Interessen. So könnt ihr immer auch über den Tellerrand eures Faches hinausschauen. Und benutzt eure Computer, eure Tablets und Smartphones, aber nicht nur zum Spielen, sondern zu gescheiteren Dingen. Erstellt mal ein Bild, bearbeitet mal einen Song, erstellt mal eine Geschichte mit Audio und Video. Da gibt's viele Möglichkeiten. Ihr werdet diese Geräte in euren Berufen benötigen. Und als Hochschullehrer, da braucht ihr sie allemal. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg. Herzlichen Dank.